Hallo und herzlich willkommen zu Teilbrick, dem Mats Volleyball Talk. Heute sind unsere Gäste Annegret Hölzig, die Außenannahmespielerin des SC Potsdam, und Toni Rieger, der Manager. Die erste Frage gleich an Anne. Eine harte Woche liegt hinter dem SC Potsdam. Zwei Auswärtsspiele in Wilsbiburg und in Aachen. 5 Punkte habt ihr mitgebracht. Wie schätzt du das ein? Ja, also die Woche war schon anstrengend, auch durch die langen Fahrten. Aber wir hatten auch unglaublich viel Spaß unter der Mannschaft, unter den Leuten. Und die 5 Punkte, denke ich, sind auch sehr zufriedenstellend. Wir haben uns vorgenommen, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Und ja, durch die Anstrengung, denke ich, 5 Punkte sind auf jeden Fall super. Der Sieg in Wilsbiburg oder die 3 Punkte waren sicherlich überraschender, aber der Sieg in Aachen ist dem Team noch schwerer gefallen. Wie schätzt du das ein, gerade die Partie gegen Aachen? Ja, in Aachen haben wir schwer ins Spiel gefunden, haben nicht so ganz das umsetzen können, was wir wollten, was wir uns vorgenommen hatten am Anfang. Aber dann im zweiten Satz, ja, haben wir unsere Leistung abgerufen. Dann kam leider die 10-Minuten-Pause nach dem zweiten Satz, die uns wieder rausgebracht hat. Und danach der Start war wieder sehr schwer. Aber dann der vierte und fünfte Satz waren relativ deutlich auch für uns. Und da, denke ich, haben wir dann auch gesehen, dass wir unserer Favoritenrolle gerecht geworden sind. Ja. Unterm Strich steht der beste Saisonstart des SC Potsdam in der Vereinsgeschichte in der ersten Bundesliga. Deshalb die Frage an den Manager, wie hoch steigen jetzt die Erwartungen? Die Erwartungen sind genauso wie vorher. Also wir haben ja auch vor der Saison gesagt, dass wir im Endeffekt immer Stück für Stück gehen und auch Spiel für Spiel. Ja, natürlich können wir jetzt, sag ich mal, am nächsten Samstag, jetzt am kommenden Samstag gegen VCU, nochmal 3 Punkte aufpacken. Das ist auch unser Ziel. Im Endeffekt, um den Saisonstart noch besser gestalten zu können. Um uns, wie gesagt, für die Playoffs im Endeffekt eine gute Ausgangsposition zu erschaffen. Ja. Du hast es angesprochen, am Samstag um 19 Uhr in der MBS Arena das letzte Heimspiel der Hinrunde gegen den VC Olympia, ein Verein, den Anne Hölzig ganz besonders gut kennt. Du hast dort 4 Jahre gespielt. Kennst du noch viele Spielerinnen? Ja, also ich kenne den Großteil der Mannschaft schon, aber die sind eben ein Jahr jünger als ich, insofern hatte ich nicht so viel mit denen zu tun. Also zusammen gespielt habe ich kaum mit jemandem. Der VCO spielt in dieser Saison recht stark. Hat zuletzt fast immer einen Satz gewonnen, also das wird keine leichte Aufgabe. Wie siehst du dieses Spiel? Ja, auf jeden Fall sollte man sie nicht unterschätzen, aber ich denke, das wissen wir auch. Also unsere Mannschaft weiß das und unser Ziel sind klar 3 Punkte zu holen. Und zum Abschluss noch die Frage, warum sollen die Fans am Samstag in die Halle kommen? Ja, wir brauchen eure Unterstützung und auch wenn es nur gegen VCO ist, hoffen wir, dass ihr zahlreich erscheint.